So, herzlich willkommen hier mitten aus World of Tanks. Heute soll es um meinen letzten Neuner gehen. Warum schreie ich so? Keine Ahnung, den ich in der Garage habe. Und zwar machen wir mal Pause um das gute Stück hier, um den WZ 111-14. Die Runde ist relativ passabel gewesen. Ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Machen wir es ganz kurz. Ja, wie gesagt, das ist halt ein Chinese-Heavy. Chinesen-Heavy. Also hat nur 5 Grad Gun Depression. Ach, so eine kleine Info noch an meine Zuschauer. Alle, die jetzt ganz genau Stats haben wollen, gehen mal auf Tanks GG und schauen sich den genau an. Oder irgendwelches Unicum-Gameplay sehen wollen, die klicken bitte jetzt weiter. Okay, und die, wo dran geblieben sind, wie gesagt, ich bin ein ganz normaler Durchschnittsspieler. Ich teste hier meine Neuner für euch, zeige sie euch ein bisschen und den habe ich mir ganz bis zum Schluss aufgespart, weil es, ja, ich muss mit den Chinesen noch üben, sagen wir mal so. Mehr sage ich da gar nicht dazu, obwohl die Runde jetzt ging. Die Steuerung ist halt sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und jeder Zuschauer meines Kanals weiß, dass ich auf geile, präzise Kanonen stehe. Und jetzt hier 0,38 Streuung. Mein WZ, etwas schwierig. Aber es ist halt ein Heavy. Ne? Obwohl der Kong ist ja auch ein Heavy. Aber das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Ne? Ganz zuvorderst solltet ihr mit dem auch nicht fahren. Er hat gerade mal eine 230er Turmpanzerung. Ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, dass ich viel Kaffee brauche. Und dass die Turmpanzerung sehr bescheiden ist. Gut, Wanne brauchen wir gar nicht reden. Jo. 5 Grad eben Gun Depression, habe ich glaube schon gesagt. Also ihr müsst echt aufpassen, es hebelt euch alles aus. Die Chinesen sind für mich so die, ganz böse ausgedrückt, die Russen für Arme. Wie fahre ich ihn hier? Heat und die normale Standard. Heat hat das Problem, dass es überall hängen bleibt, kann hängen bleiben. Der Durchschlag ist geil, 340, aber nicht täuschen lassen drüber. Wenn ich gegen, ja, auch gegen 9er, 8er, 7er fahre, schieße ich meistens die Standard. Aber ich glaube, bei dem Gefecht habe ich dann auf Heat gewechselt. HE nehme ich manchmal auch ganz gerne mit auf dem. Ist ganz ordentlich. Macht Fun, gegen 7er und 8er macht Spaß. Ah, seht ihr, ich habe gerade gewechselt, da unten. Das haben wir hier. Gesagt, dieses Teil kann funktionieren. Oder es kann nach hinten losgehen. Weil ich mich mit dem Neuner eigentlich nicht so recht anfreunden mag, kann, will. Wegen der Kanone. Das ist das Problem. Nicht jeder Heavy, so wie der, hat eine scheiß Präzision, sondern eben, ich rede wieder vom Kong zum Beispiel. Oder hier der E50. Deutsche Reihe. Der hat eine recht gute Kanone. Aber ich behalte ihn trotzdem, weil manchmal hat man auch richtig gute Runden in dem WZ. Ja. Ich glaube, wir hatten keine Arti. Ja. Gegenüber auch ein WZ. Boah, ein paar TDs muss man aufpassen. Ein FV, der macht richtig Aua. Wenn ihr mit, wie gesagt, mit dem Panzer beachtet, dass die Gun Depression eine Katastrophe ist und das Gelände aber ein bisschen ausnutzt, also so ein bisschen schräg hochfahren wie jetzt, dann könnt ihr das ein bisschen kompensieren. Wenn man das so ein bisschen verinnerlicht hat, dann hat man relativ gute Runden mit dem. Wie gesagt, er macht manchmal richtig Spaß. Und manchmal könnte man am liebsten einfach nur ausschalten. Aber gut, mit welchem Panzer nicht, ne? Also als Durchschnittsspieler. Aber auch gute Spieler haben solche Abende, wo gar nichts läuft. Also es ist nicht nur so bei uns Durchschnittsspielern, ne? Und dem ja. Und wenn du dann halt auch mit so einem Chinesen-Heavy unterwegs bist, dann ist das natürlich zweimal die Schnauze voll. Auf die freie Kamera. Da kommen die Heavy Armada.
Wenn du hier, warte mal, was haben wir denn Super Kong? Ja, wenn du hier auf Steppen, ich gehe mal wieder auf mich, wenn du hier auf Steppen zum zweiten Mal vom Süden her startest, musst du von der Seite tierisch aufpassen, dass du nicht überrannt wirst. Dann bin ich hier relativ verhalten. Da kommen sie nämlich schon. Und das bringt hier gar nichts, gerade an die Anfänger unter euch, hier einen auf Held zu machen. Du bist einfach vom Norden klar im Vorteil auf dieser Karte. Wenn du hier zu aggressiv vorpresch, kannst du ja nicht mehr abhauen. Hier geht's dann hoch und drücken die rum und dann bist du schneller tot, wie du gucken kannst. Und ihr seht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oder 7 Panzer da hinten. Also ich find die Karte ziemlich unbalanced, ganz ehrlich. Weil du hier wirklich ein Problem hast, du kommst hier nicht mehr weg, wenn sie dich pushen. Wir haben Glück, dass das Gegnerteam noch inkompetenter wie wir sind. Von dem her, normalerweise hätten sie uns schon tot pushen können. Aber wir haben ja auch zwei, oder einen TD haben wir hier stehen. Ja, eine Badget. Aber trotzdem. Sag's mir immer wieder, Leute, zählt die Panzer durch. Der Gegner hat praktisch das Spiel jetzt schon aus der Hand fast gegeben. Jetzt können wir uns ein bisschen formieren. Das 268 kommt von hinten, der Skorpion, der Jagdtiger. Wir können ein bisschen ein Crossfire aufbauen. Jetzt wäre der Push vom Norden aus ziemlich tödlich. Der E50 hat den Fehler gemacht. Er ist gerade geplatzt. Er stand zu aggressiv hier. Und so läuft es oft von der Karte. Also vom Süden relativ verhalten anfahren. Und wie gesagt, manchmal hat man Spiele, wo man auch mit so einer Streuung, wo die einfach dann trotzdem sitzen, komischerweise, die Schüsse, einigermaßen. Aber ich bin kein Freund von diesen Zufällen, also ich möchte mich wirklich auf eine Kanone verlassen können, drum fahre ich den relativ selten. Mein Gott, wenn ihr den 111 5 Alpha oder wie der heißt haben wollt, den habe ich ja auch. Auf dem Weg dahin habe ich halt den grinden müssen, klar. Dann behaltet den. Ihr macht damit auch nicht alles falsch. Mit dem 111er. Das ist schon ein guter Tank. Ich stehe nicht drauf, aber ich behalte ihn auch. Also. Neuner verkauft man nicht unbedingt, wenn er einigermaßen was taugt. Und wie gesagt, guckt mal den Alpha an. Über 500. Wenn die Heat Damage macht, dann ordentlich. Also ihr habt da manchmal auch ganz gute Runden, wo er gut pro Schuss gut Damage raushaut. Da wusste ich, ich konnte den Kong ein bisschen pushen und hab mehr HP. Kann man den auch locker fangen. Und er hat es noch nicht mal geschafft, mich zu penetrieren. Jetzt den fresse ich gerne und nehme ihn raus. War wichtig, dass man trotzdem erstmal Verhalten angeht am Anfang. Jetzt wird es ein bisschen arg knapp, aber dann, das Team hat gut mitgespielt. Wir pushen alle rein und nehmen sie auseinander. Easy going. Dieser Kommandant, der sagt irgendwelche Sachen, aber lasst euch davon nicht stören. Das ist ein Chinese. Da brauchst du auch nicht groß aimen. Was er dann in seinem Element gegen die kleinen Achter da. Ich wollte eigentlich den Standard B noch ergrinden. Das denke ich wird mein nächster Neuner, den wo wir jetzt jagen hier, weil das ist einer der besten Neuner. Glaube ich. Aber das ist mein nächstes Projekt, sozusagen. Bis ich den ergrindet habe. Bin, glaube ich, gerade mal auf Stufe 4 oder 5 bei den Italienern. Ich habe die nie so in Angriff genommen, weil ich habe ja eigentlich den Progetto, ein Klasse 8er. Den habe ich schon. Ich brauche eigentlich den Pantera nicht. Pantera ist ein guter Tipp übrigens auf der Stufe 8, wenn ihr den Progetto nicht haben solltet. Also mit dem macht er gar nichts verkehrt. Aber wir sind ja bei Stufe 9. Wie gesagt, was will ich damit sagen? Scheißkanone. Es war jetzt ein Spiel, wo die Schüsse getroffen haben einigermaßen, bis auf zwei, drei Schüsse auf den Kong. Immer so ein bisschen verhalten mit dem Angehen. Ihr müsst immer damit rechnen,
Die Panzerung ist nicht die allerbeste. Und am Schluss einfach propagiere ich immer wieder die HP einbringen, ne? Und dann die Gegner auseinandernehmen. Und wie gesagt, auf Steppen ganz, ganz wichtig, vom Süden aufpassen. Egal eigentlich mit welchem Panzer. Nicht eigentlich ist es egal mit welchem Panzer. Es sei denn, ihr fahrt so einen Reward-Panzer, so T95, so ein Broken-Teil, dann ist es da auch nicht unbedingt egal. Da könnt ihr auch viel falsch machen. Ne? Aber sagen wir mal so, fast mit jedem Panzer vom Süden her aufpassen. Und dann funktioniert der WZ111 1.4, schlagt mich tot, relativ gut. Von dem her werde ich ihn nicht verkaufen. Aber so ein unbedingter Tipp von mir ist es nicht. Ich weiß, ich spalte meine Community. Schreibt's gerne in die Kommentare, was für ein unglaublicher Bot ich bin. Und dass das doch der beste 9er Panzer ist, den ihr kennt. Wisst ihr, das ist das Schöne bei den vielen verschiedenen Panzern. Jeder hat so seinen Liebling. Ne? Gut. Noch was anderes, wenn ihr einen Clan sucht, schreibt mich an. Ihr solltet so einen 8er Panzer haben für Scharmützel und vielleicht dann ein, zwei Zehner. Wären ganz nett. Oh, wir sind kein Profi-Clan, aber wir spielen ganz gerne zusammen und ja, scharmützeln mal eine Runde, fahren gerne im Zug, sind bekloppt, aber das wissen alle. Und wenn ihr keinen Clan sucht, macht wenigstens den Daumen schön hoch oder runter, interagiert und ihr könnt hier rechts unten, ist das Logo, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Gut, Märchenstunde ist vorbei. Wie gesagt, behaltet den, der ist okay. Aber eine unbedingte Kaufempfehlung ist dieses Teil nicht. Oder Forschungsempfehlung. Na, den muss man jetzt nicht unbedingt haben. Okay, also bis die Tage und haut rein und bleibt vor allem gesund. Ciao, ciao.